Liebe Freunde des behobenen Denkfehlers, Thomas von Vegan Analyse, heute mit dem Thema B12 supplementiert in Lebensmitteln schon bereits drin. Sehe aus wie ein Pfarrer heute, schwarzes Jackett, schwarzes Hemd, sollte man nicht machen, mache ich trotzdem. So, ich esse gerade etwas schön Veganes, kann man hier sehen. Sieht schon aus wie schon mal ausgeworfen. Bisschen lauwarmes Tofu, bisschen Wasser, Steine, ein bisschen Gras, schön vegan. Mehr gibt es natürlich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, gar keinen Sinn. Ich bin jetzt durch den Supermarkt geschlendert, wie ich das immer so tue, zwischendurch. Vegane Beschaffungskriminalität, mal einkaufen sozusagen. Und habe auch entdeckt bei einem Großverteiler in der Schweiz, beim Coop, die Cornaturesachen, gibt es viele vegane Sachen da. Sind jetzt supplementiert mit B12-Vitamin. Glaube ich, auf Anraten der veganen Gesellschaft habe ich das irgendwie mitbekommen. Auf jeden Fall wird das schon angepriesen, reich an Vitamin B12 auf der Packung, um so quasi also das große Mangel Vitamin in der veganen Ernährung quasi nachzuliefern. Könnte man auf die Idee kommen, ja, was soll denn das? Jetzt tun die da B12-Vitamin rein, können die sich nicht einfach vernünftig ernähren, haben sie keine Mangelerscheinungen. Ist aber eigentlich ein Denkfehler. Weil früher damals, in der guten alten Zeit, als die Kühe noch Gras aßen und die Hühnerkörner, kann man sich schon fast nicht mehr daran erinnern. Weil heute essen die Kühe sowie die Hühner natürlich eher Soja und Mais und irgendwelche Kraftfuttermischungen und nicht das Original essen. Das heißt, sie können die Vitamine gar nicht mehr bilden. Das Huhn muss nämlich Getreide essen und die Kuh das Gras, damit sie das B12 überhaupt irgendwie auf die Knochen und nachher in die Tierprodukte hineinbringen. Weil man das heute nicht mehr macht, sondern irgendwelchen Schrott verfüttert, muss man das B12 ins Futter geben. Das heißt, ist eigentlich, wenn man das schon einen Blödsinn nennt mit dem Supplementieren, müsste man das auch konsequenterweise bei den Tierprodukten machen, weil wird einfach dort auch supplementiert, einfach viel früher in der Nahrungskette im Futter schon bereits, damit das noch einigermaßen dann ankommt. Da gibt es auch solche Geschichten wie irgendwie Fischmehl mit Erdbeeraroma, damit es die Schweine essen und etc. Also ganz üble Stories. Von nun natürlich kann man also irgendwie eher weniger reden bei den veganen Sachen. Aber diese Diskussion kennt ihr vielleicht schon. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Denkfehler also ausräumen, wenn ihr mal irgendwie jemanden begegnet, der euch sagt, ja, also supplementiert ihr jetzt noch die Vitamine im Essen, weil das sonst fehlt. Das wäre das Argument dagegen. Noch etwas völlig anderes, was überhaupt nicht mit dem veganen Thema zu tun hat, aber beschäftigt mich im Moment gerade intensiv, habe viel Freude daran. Apple Music, Leute. Aktiviert das mal, 3 Monate könnt ihr gratis und ist eben kein Streamingdienst, sondern kann man einfach runterladen, einfach zu meiner Musik hinzufügen und dann offline bereitstellen. Muss man kurz ins WLAN, man kann alles runterladen, die ganze Bibliothek. Ich habe auch uralte Platten von Bands gefunden, die man nicht mal mehr mit Piraterie bekommen würde. Also ich würde sagen, Internetpiraterie kann man fast schon abschaffen jetzt. Ganz der iTunes Store verfügbar. Probiert das Zeug mal aus. Ich habe also nichts davon. Mit iTunes nichts zu tun, aber ich wollte euch mal mitgeben. Ich habe in den letzten Tagen irgendwie 80 Alben schon runtergezogen. Kann gar nicht so viel hören in der Nacht, auch muss ich anhören. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, Thomas von der Veganalyse. Bleibt geschmeidig, macht es nicht wie ich, da leicht Sonnenbrand, schäle mich schon. Und mich schön eincremen, ja? Seid artig. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal, Thomas von der Veganalyse.